Hey Kameramagier, heute zeige ich dir, wie man diese 3D-Lines aus David Geddas neuem Musikvideo machen kann in DaVinci Resolve, komplett for free. Und wenn du Bock hast, unten ist dann auch noch ein Preset-File, wo du das Üben mitmachen kannst. Okay, du kannst es zum Beispiel für deine Tanzvideos nehmen, deswegen mache ich das hier gleich auf dem Footage. Wenn du allerdings erstmal nur damit spielen möchtest, kannst du dir einfach aus der Effekt-Library eine Fusion-Komposition reinziehen, in die Fusion-Komposition reingehen und dann das Settings-File, was ich dir unten verlinkt habe, da reinziehen. Bevor wir jetzt hier einsteigen, es gibt zwei unterschiedliche Arten, diesen Effekt zu machen. Das eine wäre, mit einer Polyline eine Linie zu ziehen und diese dann zu duplizieren. Und das andere wäre, wirklich in 3D zu arbeiten mit Ribbon 3D. Beides ist möglich. Ribbon 3D braucht etwas mehr Zeit, um es wirklich in die Form zu biegen, die du es haben willst, aber es ist unheimlich viel schneller, aber die Polygon-Variante lässt dich jeden erdenklichen Pfad, also auch Logos und so weiter, als 3D-Linie animieren. So viel dazu, lasst uns einsteigen mit der Polygon-Variante, die allerdings im Rendern und im Playback um einiges langsamer ist. Ich gehe mit meinem Clip in Fusion rein. Hier in Fusion möchten wir uns zuallererst eine Polygon-Node hier aus der Toolbar holen und sie auf einen Viewer ziehen, um sie anzeigen zu lassen. Dann kann ich mit dem Kreuztool einen Pfad ziehen, so wie ich ihn haben möchte. Und wenn ich jetzt wegklicke, dann sehen wir ja noch gar nichts. Und das liegt daran, dass dieser Pfad unendlich dünn ist. Und deswegen erhöhe ich so ein bisschen hier die Border Width, bis es mir gefällt. Okay, und den kann ich jetzt animieren, indem ich diesen Position Slider quasi animiere. Und zwar gehe ich dazu am Anfang meiner Komposition und setze hier dann minus 1 rein. So, damit ist er weg. Ich möchte jetzt einen Keyframe setzen und dann bis zum Ende hingehen und dann das Ganze auf 1 setzen. Und damit ist er am Ende durch. Aber du siehst, da ist noch ein Punkt da. Und den können wir ganz einfach noch animieren, indem wir einfach zum Ende gehen, bei Level einen Keyframe setzen, ein Frame weiter nach vorne gehen und das dann auf 0 ziehen. Das gleiche können wir zum Beispiel auch am Anfang machen und damit kommt er ganz einfach rein. Okay, damit haben wir jetzt schon mal eine Linie, die wir animiert haben und jetzt möchten wir das Ganze ja noch multiplizieren. Und dazu können wir ganz einfach Duplicate 3D nehmen. Aber Duplicate 3D funktioniert natürlich nur bei 3D-Ebenen. Und um diese Polyline in eine 3D-Ebene zu verwandeln, muss ich nichts weiter tun, als mir eine Image Plane hier reinzuhauen und die Polyline mit der Image Plane zu verbinden. Und du siehst, auf einmal sind wir in 3D. Und wenn ich jetzt mit Shift Space nach Duplicate 3D suche, kann ich das hinten anfügen, mir auf den Viewer ziehen und wenn ich jetzt die Copies erhöhe, sehe ich noch gar nichts und das liegt daran, dass all diese Kopien übereinander liegen. Und deswegen möchten wir sie ganz leicht versetzen und das kannst du entweder mit Y und Z Offset machen, aber was ich jetzt auch noch machen kann, ist das Ganze zu drehen unter Z Rotation. Und damit können sich schon sehr, sehr interessante Effekte erzeugen lassen. Okay, damit hätten wir schon mal die Linie. Aber um diese Linie auch auf den Footage zu bekommen, müssen wir sie rendern. Also brauchen wir jetzt mit Shift Space eine Render 3D Node. Wir fügen zuallererst an die Duplicate 3D Node hier ein Merge 3D an, indem wir das ganz einfach verbinden. Und dann ziehen wir uns noch eine Kamera 3D rein und verbinden die in die Merge 3D. Das brauchen wir einfach, um das Ganze zu rendern. Ich hatte auch schon mal eine kleine Serie zum Arbeiten in 3D mit Fusion gemacht. Findest du da oben. Okay, und wenn ich mir die Render 3D Node anzeigen lasse, dann siehst du noch gar nichts. Und das liegt daran, dass nämlich unsere Kamera hinter unserer Linie ist. Und deswegen klicke ich einfach auf meine Cam und ziehe die in Z-Richtung zurück. Und wenn du willst, kannst du dir dabei den Render 3D anzeigen lassen. Und jetzt können wir uns eine Merge hier unten einfügen und diese mit dem Render 3D verbinden. Wichtig dabei ist, dass der Render 3D in den grünen Pfeil geht, was der Vordergrund ist. Und wenn wir uns das jetzt ansehen, haben wir jetzt unsere Linie, die dann natürlich am besten entsprechend unserer Bewegung sich verläuft. Wir können allerdings auch nicht nur Pfade ziehen, sondern auch ganze Bilder und sowas mit deren Outlines reinholen, wenn sie im SVG, also Standard Vector Graphic Format sind. Ich disconnecte hier mal einfach meine Polygon Node und kann mir jetzt hier oben unter Fusion Import SVG
eine SVG-Datei reinholen. Nehmen wir beispielsweise hier mal die Bell. Und die Bell, wenn ich mir die auf dem Viewer ziehe, dann ist das nichts anderes als eine Glocke. Genau die Glocke, die du ringen solltest, wenn du bei mir abonnieren willst. Das ist jetzt eine Gruppe, also verschiedene Nodes in eins gepackt und die kann ich mit Rechtsklick ungruppen. So. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken, dann haben wir jetzt einmal den Klöppel hier unten und einmal das Ding hier oben. Und die beide können wir einfach miteinander verbinden und damit haben wir eine Glocke. Und du siehst, wir brauchen gar nicht hier diesen ganzen Background-Stuff. Aber du siehst, die beiden sind ja noch solide, also ganze Flächen. Und das können wir ändern, indem wir einfach in den Path gehen und jeweils Solid rausnehmen und die Border Width etwas erhöhen. Und damit haben wir jetzt eine Glocken-Outline. Und wenn wir diesen Background jetzt einfach in die Image Plane verbinden und uns mal unser Output anzeigen lassen, dann siehst du, haben wir die Glocke einfach da drüber. Und in der Duplicate 3D Node würde ich zum Beispiel bei sowas Z-Rotation auf 0 setzen, aber die Scale hochsetzen. Damit wird quasi jede neue Glocke, die erstellt wird, größer als die vorherige. Und damit kann man einen super trippy Effekt machen, indem man jetzt zum Beispiel die Scale animiert. Das war jetzt die Polyline-Variante und du hast vielleicht schon beim Rumprobieren bemerkt, dass es ziemlich langsam und ätzend damit zu arbeiten ist. Und wir schauen uns jetzt nochmal die Ribbon 3D-Variante an, die ein bisschen schneller ist. Dazu lösche ich mal meine Pfade, die Image Plane und das Duplicate 3D, weil die brauchen wir nicht, weil wir arbeiten jetzt komplett in 3D, indem ich mir mit Shift Space eine Ribbon 3D-Node hier reinhole und diese mal auf meinen Viewer ziehe. Da seht ihr schon, das sind einzelne Linien, die zwischen Punkt A und Punkt B gespannt sind. Und die verbinden wir jetzt mit unserer Merge 3D. Und wenn wir uns das angucken, dann sehen wir noch gar nichts. Denn die Ribbon 3D-Node braucht einen Background, damit sie Farbe bekommt. Also ich suche mir hier jetzt eine Background-Node raus und verbinde die mit meinem Ribbon 3D. Okay. Wenn ich mir den Background mal auf dem Viewer anzeigen lasse, dann sehe ich, der ist noch nicht so wirklich spannend. Und deswegen möchte ich den hier oben von Solid auf Gradient umstellen und jetzt kann ich dem Ganzen ein bisschen Farbe geben. Aber was ich machen möchte, ist, dass der Gradient am Anfang und am Ende jeweils schwarz ist und dann ziehe ich den Alpha-Kanal runter und damit werden nämlich die Enden des Ganzen transparent. So, und was ich jetzt mit dem Ribbon machen kann, ist, indem ich ganz einfach im Background das Offset animiere, kann ich so diesen Wipe erstellen. Setze einen Keyframe beim Offset, gebe minus 1 ein, gehe weiter nach vorne und gebe dann wieder eine 1 ein. Also genauso wie bei der Polyline eben auch. Und damit habe ich jetzt eben meinen Wipe. Aber das sieht noch nicht wirklich cool aus und deswegen wollen wir Folgendes machen. Wir möchten uns mit Shift Space einen Bender 3D reinholen und der Bender 3D macht eigentlich nichts anderes als dieses 3D-Objekt zu krümmen. Ich kann von Bend allerdings auch auf Twist umstellen. Wenn ich also zum Beispiel den Bender auf Twist stelle und die Axis auf X, also entlang meiner X-Richtung, dann dreht sich das Ganze entlang meiner X-Richtung so wie eine DNA. Aber wenn ich das jetzt hier zum Beispiel aufdrehen würde, irgendwann würde es einfach komisch aussehen und das liegt an den Subdivisions, die es dafür braucht. Und wenn ich in die Ribbon gehe, kann ich die Subdivisions aufdrehen und schon sieht das Ganze schöner aus. Und schon habe ich eine gekringelte Linie. Und das Coole ist, du kannst jetzt zum Beispiel einen Bender auf Twist stellen und einen Bender auf Bend, um das Ganze rund zu machen. Also du kannst ganz einfach hier mit Shift Space einen weiteren Bender reinholen und diesen Bender dir anzeigen lassen. Dann können wir jetzt das Ganze auf Bend stellen. Und wenn wir jetzt auf Z stellen, dann können wir das Ganze biegen, also in eine runde Form. Und das ist das Coole am Arbeiten mit den Bender. Jetzt lass mich dir mal noch zu guter Letzt eine Möglichkeit zeigen, das Ribbon 3D in eine ganz andere Form zu bringen, nämlich 3D Displacement. Ich lösche hier mal meine Bender 3D. Damit habe ich jetzt quasi wieder mein Original Ribbon. Wenn ich jetzt mit Shift Space eine Displacement 3D Node hier reinbringe und das Ganze hier hinter dem Ribbon 3D einfüge, passiert erstmal noch gar nichts. Und das liegt daran, dass die Displace 3D Node einen farbigen Input braucht. Den können wir uns ganz einfach raussuchen, indem wir uns hier eine Background Node einfügen und hier gebe ich dem Ganzen auch wieder mal einen Gradient für Demonstrationszwecke. Und dieser Background ist jetzt ja von schwarz, also 0, bis 1 weiß. Und schau mal, was passiert, wenn ich jetzt meinen Background in meine Displace 3D-Node einbringe. Bumm. Auf einmal wird alles das, was hell ist,
nach vorne geschoben. Und das bedeutet, alles das, was schwarz ist, bleibt, wo es ist. Und alles das, was weiß ist, kommt in Z-Richtung nach vorne. Und wie stark das nach vorne kommt, kann ich hier in der Scale einstellen. Und das bedeutet, ich kann jetzt in meinen Background 2 gehen, der in den grünen Pfeil meiner Displays 3D-Node geht und kann jetzt hier weitere Pfeile setzen und die zum Beispiel hell machen, um Kurven zu zeichnen. Ich könnte jetzt zum Beispiel auf den letzten Pfeil gehen und den auch wieder dunkler machen und somit habe ich sowas wie einen spitzen Bogen gezeichnet. Und wenn ich jetzt das Ganze rund machen möchte, dann füge ich mit Shift Space einfach nur eine Blur Node hinten an und kann jetzt in der Blur Node die Blur größer und größer machen und du siehst, somit wird es weicher. Und damit kann ich auch die Ribbon 3D etwas formen. Und jetzt wird es ganz krass. Denn diese Displaced 3D-Node displaced nicht nur in eine Richtung, sondern kann in jede erdenkliche 3D-Richtung displacen mittels RGB-Displacement. Um RGB-Displacement zu aktivieren, möchte ich zuallererst in meinen Background gehen und hier unter Image die Depth auf 32-Bit-Float stellen. 32-Bit-Float macht im Prinzip, dass wir auch negative Werte und übertriebene positive Werte nehmen können, was wichtig ist für die Mathematik, die der 3D-Displacement anheimliegt. Und wenn ich jetzt in die Displays 3D gehe und von Luma auf RGB umschalte, dann siehst du jetzt auf einmal, dass das Ganze gesprungen ist und zwar in der Mitte da, wo es weiß war, auf einmal nach oben und nach vorne. Wichtig zu verstehen ist, dass jetzt jeder Farbkanal, also R, G und B, für eine dreidimensionale Richtung steht. Rot für die X-Achse, also links und rechts, grün für die Y-Achse, also oben und unten und Z, die blaue, vor und zurück. Also kann ich jetzt in meine Background-Node gehen und sagen, hier, diesen Punkt in der Mitte, der soll jetzt nach vorne kommen und dazu muss ich nichts weiter tun, als meinen blauen Kanal hochziehen. Wenn es nach hinten gehen soll, tja, dann gibst du einfach einen negativen Wert ein und zwar minus 1 bei Blau zum Beispiel. Und so kannst du das auch mit den anderen zwei Kanälen machen und biegst damit deine Ribbon 3D-Node in die Form, die du haben möchtest. Wenn ich jetzt vor meinem Displays 3D einen Bänder einfüge, dann könnte ich jetzt auch wieder eine gedrehte Linie machen. Wenn ich allerdings den Bänder 3D hinter meinem Displays 3D einfüge, dann gibt es nochmal ein ganz, ganz anderes Bild. Und somit kannst du quasi ganz einfach viele unterschiedliche Arten von diesen 3D-Linien erschaffen. Okay, schauen wir uns jetzt allerdings einmal an, wie diese Linien es schaffen, einmal vor und hinter unserem Mädchen zu sein. Okay, angenommen, das ist unser Ribbon, was einmal um unser Mädel ringsrum gehen soll, dann kann ich das ganz einfach von meinem Render 3D mit einer Merge-Node verbinden und dann sieht es folgendermaßen aus. Ich könnte jetzt natürlich hingehen und sagen, okay, ich begrenze das, was hier vom Render 3D kommt, indem ich mir eine Polygon-Node raussuche und mir hier zum Beispiel eine Maske um den Kopf des guten Mädchens ziehe, diese dann invertiere und in den blauen Maskenpfeil meines Renders 3D einfüge. Und schon sind meine 3D-Ribbons hinter dem Mädel. Das Problem, was wir allerdings dabei haben, ist genau bei solchen Sachen, wenn sich zum Beispiel hier etwas hinter dem Mädchen befindet, aber auf der anderen Seite etwas davor. Dann haben wir nämlich das Problem, dass diese Maske immer auf den gesamten Render angewendet wird und somit immer irgendwie unser Ding blockiert. Und deswegen würde ich dieses Vorgehen mit Masken ziehen gar nicht so empfehlen. Viel, viel interessanter wäre es doch, das Mädchen auszuschneiden und dann direkt in 3D zu setzen. Und genau das ist das, was wir machen werden. Und um uns mega viel Arbeit zu sparen, das Ganze auszuschneiden, also Polygon after Polygon Node zu basteln, reicht es oftmals schon, deinen Clip einfach nur bei Runway ML hochzuladen, dort ein paar Punkte zu setzen und dann dein freigestelltes Model mit Greenscreen runterzuladen. Und da ist es tatsächlich egal, dass die Free-Version nur ein Low-Resolution-File bietet, weil wir können nämlich dieses Low-Resolution-File nutzen als Maske. Achso, und wenn du noch ein konkretes Tutorial zu Runway ML brauchst, dann schau mal da oben, habe ich nämlich schon mal eins gemacht. Kostenloses Rotoscoping-Tool kann ich nur empfehlen für alle, die sich das ganze Maskengezier sparen wollen.
Wir ziehen uns dann unser Greenscreen-Mädel aus dem Ordner wieder in unsere Komposition rein und lassen uns das anzeigen. Und du siehst schon hier oben, das ist nur 640 Pixel breit, wohingegen das Original halt 4K ist, also UHD. Und deswegen müssen wir es erstmal auf die gleiche Größe bringen. Deswegen suche ich mir mit Shift-Space eine Resize-Node rein. Und die resize es automatisch auf die richtige Größe. Und jetzt können wir einen Delta Keyer anschließen. Und mit dem Delta Keyer picken wir einfach den Greenscreen. Und dann wollen wir unseren Originalclip, also unseren Media In mit Steuerung C und Steuerung V, einmal duplizieren und von dem Delta Keyer in den blauen Pfeil des Media Ins gehen. Und damit haben wir unser Mädel freigestellt. Und wenn das bei dir komisch und pixelig aussieht, dann kannst du im Delta Keyer hier im Pre-Blur das Ganze noch etwas feiner einstellen, so dass es weicher wird. Und in der Matte können wir dann mit Threshold und Erode Dilate das Ganze noch etwas kleiner machen, so dass es auch die richtigen Kanten hat. Und das Ganze wollen wir dann auf eine Image Plane 3D legen. Ziehen wir sie also rein. Und die Image Plane 3D ziehen wir unser Merge 3D rein und lassen uns mal das Merge 3D anzeigen. Und jetzt siehst du, unser Mädel ist hier in 3D und wir können es hin und her bewegen. Und wir möchten das Mädel in Z nach hinten schieben und im Transform Tab unserer Image Plane das Ganze größer machen, so dass es so groß ist wie unser Originalbild. Und hier jetzt ein Pro-Tipp. Zieh dir die Merge 3D auf den ersten Viewer, lass sie dir anzeigen. Zieh die Merge, mit der wir quasi unser Bild übereinander drehen, auf den zweiten Viewer. Und jetzt kannst du quasi dir die Größe richtig anpassen. Und noch ein Pro-Tipp, setze hierzu einfach nur mal den Apply-Mode auf Difference. Und damit wird es überall dort schwarz, wo es gleich ist. Und wir möchten jetzt quasi den Körper des Mädels auf die gleiche Größe bringen und somit den ganzen Körper des Mädchens schwarz bekommen. Also gehe ich in die Image Plane und sage jetzt, okay, meine Größe muss noch größer werden. Und du siehst jetzt hier, ich bin ein ganz kleines bisschen zu groß und ich schaue hier in meinem Fall tatsächlich sehr nach diesen kleinen Kanten und kann die jetzt quasi pixelgenau alignen. Und wenn du das getan hast, stellst du einfach wieder den Merge Blend Mode wieder auf Normal und damit hast du das Mädchen in 3D gesetzt mit deinem Kringel ringsrum. Und wenn dein Kringel noch nicht ganz stimmt, dann kannst du ganz einfach hinter dem Bender 3D und vor dem Merge 3D eine Transform Node einfügen und das Ganze einfach an die Stelle schieben, wo du es hinhaben möchtest. So, und wenn du noch mehr Musik-, Video- und Animationseffekte haben willst, dann schau doch mal hier drüben. Da habe ich ein Video zu Musikvideo-Effekten gemacht und da drüben habe ich auch noch etwas zum Bass-Shake-Effekt gemacht. Auch ein cooles Video mit vielen Presets. Ich wünsche dir viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal, Kameramagier. Ciao.